Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, die Mel. Ich möchte heute mit euch einmal einen Anfängerkurs in Sachen Die-Cutting abhalten. Und zu diesem Zweck habe ich meine gute alte Big Shot rausgeholt und das Zubehör, was wir dafür brauchen, nämlich die Stanzplatten, also Basisplatte und Schneideplatten und verschiedene Arten Stanzen. Genaueres habe ich euch ja letztens in dem Video mit der Übersicht zu den Stanzen schon gezeigt. Und jetzt möchte ich eigentlich nur mal kurz zeigen, wie das mit den einzelnen Arten so funktioniert. Als erstes Versuchsstanzobjekt habe ich mir diese Bix-Form ausgesucht. Die habe ich im Starter-Set zusammen mit dieser Maschine damals käuflich erworben. Und diese Stanzen könnt ihr benutzen für alle möglichen Materialien. Vor allen Dingen halt auch für Materialien, die ihr mit den dünneren Stanzen nicht durchbekommt. Wie zum Beispiel Cardstock oder Stoffe, Filz, solche Geschichten. Das könnt ihr damit gut stanzen. Ich habe mir ein bisschen Cardstock hier ausgesucht. Das ist nichts besonders Schönes, aber es ist ja jetzt auch nur zum Zeigen. Ich habe hier drunter eine von diesen Schneideplatten. Ich stelle die Stanze da drauf, tue das Papier oben drauf. Manche machen es andersrum, ich mache es so rum. Ich glaube, das ist relativ egal. So, dann dreht ihr hier am Rad. Und wenn ihr fertig gedreht habt, ihr seht, meine Platten sind schon lange nicht mehr schön durchsichtig und so. Die sind ziemlich fertig, aber die werden noch eine Weile halten. Also die können eine Menge ab. So, wenn man das jetzt hier mal so zieht, ist das sauber ausgeschnitten und ihr habt hier diese Form. Als nächstes habe ich hier den kleinen Wecker, den ich euch auch in dem Übersichtsvideo gezeigt hatte, aus der Movers and Shapers Familie zur Seite gelegt. Den klacke ich jetzt hier einfach auf diese Platte und die wird genauso wie die Bix-Form gehandhabt. Sprich, ihr tut eine von diesen Acrylplatten darunter, das Tray da drauf, die Form da rein, ein Stück Cardstock. Super Frau hoch, ein Stück Cardstock obendrauf oder Papier, was immer ihr mögt. Und wenn ihr dann gekurbelt habt, zack, und auch hier, na komm her, das war jetzt nicht schlecht geschnitten, sondern das war einfach verhakt, habt ihr diesen kleinen Wecker. Wenn ihr mit der Big Shot schneidet, habt ihr diese verschiedenen Platten, die ihr übereinander stapelt. Ich muss das mal kurz zur Seite tun. So, in der Fachsprache, heißt es dann das Sandwich bauen. Bei dieser Platte ist es so, dass es ganz praktisch ist. Es ist nämlich beschriftet. Es steht also hier drauf geschrieben, in welcher Kombination ihr welche Platten da drauf tun müsst, um welche Form oder Embossing-Folder, was immer ihr da habt, da durchzunudeln. Das ist ziemlich praktisch. Ich persönlich finde dieses mit dem Verschraubten in der Handhabung ein bisschen doof. Man kann natürlich einfach die Schrauben lösen und das dann einzeln benutzen. Man hat vorher, also bevor es das jetzt hier gab, das halt als Einzelplatten irgendwie gehabt. Warum man das jetzt so macht, weiß ich nicht. Wie gesagt, das mit dem Beschrifteten finde ich irgendwie sehr praktisch. Dass das hier halt zusammengeschraubt ist, ist, wenn man nicht so viel Platz zur Verfügung hat, ein bisschen komisch mit dem Handling. Aber ich finde, das sind Luxusprobleme. Da will ich mich jetzt gar nicht drüber beschweren. Ich möchte diese Form jetzt ausschneiden. Und dann gucke ich hier, stelle fest, das müsste also er hier sein, Sislitz. Wie gesagt, das mit diesen, die heißen irgendwas mit Itz und das mit diesen Namensgebungen. Mir fällt es schwer, mir das zu merken, weil ich arbeite mit denen relativ wenig. Aber ich versuche es gut zu machen. Also seht mir meine Fehler nach. So, auch hier natürlich wieder. Ihr habt also die Basisplatte mit dem dazugehörigen, ne, steht ja hier drauf. Nehmt dann eine Acrylplatte darunter, Form, Papier,
andere Platte wieder oben drauf. Gleiches Spiel wie vorher. Und wenn man es gerade reinschiebt, geht es auch durch. Upp. So, und da merkt man dann auch schon, wo die Form dann ist. Wie gesagt, im Zweifelsfall, wenn ihr Schneideformen habt, von denen ihr nicht genau wisst, wie sie da durch sollen, einfach mal ausprobieren. Man merkt das dann auch relativ gut, ob es durchgeht oder nicht. So, hier muss man dann die kleinen Teile noch ein bisschen rauskniedeln. Na, komm her. Aber ihr seht das, so wird es dann aussehen. Wie ihr sicherlich ja mitbekommen habt, gibt es natürlich auch andere Maschinen und natürlich entsprechend andere Stanzplatten. Die Frage kommt immer wieder auf, inwieweit die untereinander kompatibel sind. Nach meinen Erfahrungen, es ist natürlich auch schon eine Weile her, dass ich es ausprobiert habe und Dinge ändern sich vielleicht auch, aber ich konnte zum Beispiel diese Platten von der Cuttlebug mit der Sysix-Maschine problemlos benutzen. Umgekehrt funktioniert es nicht. Die sind ein kleines Stück breiter. Huch, hier ist die Kamera. Mein Gott, Frau Hoch. Gucken wir mal, was wir hier machen. Hier seht ihr das. Die Sysix-Platten sind breiter als die von der Cuttlebug. Heißt, das bekommt ihr nicht in die Cuttlebug rein, aber ihr bekommt die Cuttlebug-Platte hier rein. Warum erzähle ich euch das jetzt? Eigentlich nur aus dem Grund, weil ich so gerne diese lange Stanze auch mal ausprobieren möchte. Ich habe aber keine langen Schneideplatten für die Sysix-Maschine. Deshalb habe ich hier meine alten von der Cuttlebug aufbewahrt. Ich habe die langen auch nicht so oft benutzt, deshalb sehen die auch noch relativ schön aus. Auch hier gibt es eine Basisplatte. Die Zusammensetzung mit den Platten ist ein bisschen eine andere. Das Prinzip bleibt aber natürlich gleich. Also ihr habt einen Unterbau, ihr habt die Stanze, ihr tut das Papier oben drauf. Zack. Und eine wieder oben drauf. Und zack, zack, zack. So seht ihr, könnt ihr das mit den langen Stanzen auch machen. Man kann auch, wenn man gut arbeitet und sauber arbeitet, solche langen Stanzen in zwei Schritten mit den kleinen Platten machen. Finde ich persönlich total fummelig, aber ich weiß von Leuten, die das können. Ja, müsste man ausprobieren. Wie gesagt, für mich lohnt sich die Anschaffung einer längeren Platte schon, aber ich hatte die anderen halt, deshalb benutze ich die. Und so sehen diese ausgestanzten Formen aus. So, dann kommen wir mal direkt zum nächsten, und zwar zu diesen dünnen Gesellen hier. Das sind jetzt Stanzen von Dynamics. Die sind von der Sache ähnlich wie die Framelits, Thinlits, also dünnen Stanzen von Sysix. Oder alternativ gibt es die vielen anderen, die ich euch ja auch schon gezeigt habe. Von Casey Art, von Paper Smooches, von Avery L. Oh Gott, also ganz, ganz viele Diversions, alles Mögliche. Diese Sachen alle mit dieser Einstellung, sprich ihr habt die Basisplatte und das hier so oben drauf. Und dazu kommt jetzt wieder Sandwich, wie es war, sprich die durchsichtige Schneideplatte, die Stanzform. Oh, ich schneide mir hier ein Stück ab, dann brauche ich das. Guck mal, hier habe ich noch was. Das Papier oben drauf, nächste Platte und kurbeln. Ihr werdet dann merken, bei diesen Stanzformen habt ihr erheblich weniger Widerstand auch als bei den anderen. Das ist ein schönes Ergebnis. Was ihr damit nicht machen könnt, ist Papiere oder Materialien bis zu unendlicher Dicke schneiden. Je nach Hersteller gehen verschiedene Sachen. Ich habe durchaus auch schon Cardstock oder dünne Graupappe mit bis zu einem Millimeter Dicke durchaus mit Dynamics schneiden können. Mit Stanzen von anderen Herstellern bin ich dann wieder gescheitert. Das muss man ausprobieren und ich glaube, es ist auch von Stanze zu Stanze verschieden. Wenn ihr das Gefühl habt, es schneidet nicht sauber, dann kurbelt einfach zweimal, also einmal hin und einmal her. Manchmal geht es dann schon besser. Oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel, dass ihr noch zusätzlich einen Bogen Cardstock drunter legt, um dann ein sauberes Ergebnis zu bekommen.
Manchmal habt ihr ja auch Stanzformen, so wie das jetzt hier zum Beispiel. Das ist so ein Chevron-Hintergrund von Casey Art. Dass ihr so Formen habt, bei denen das Papier schwer rausgeht, weil die halt nicht wie na, hier jetzt bei diesen Sislets oder auch diversen Stanzen von Lifestyle Craft zum Beispiel, kenne ich das auch, gibt bestimmt auch andere, die haben hier diese Schaumschicht, ne? Drauf, Ejection Foam heißt es. Das hat es hier nicht. Das gibt es wohl auch irgendwie so zu kaufen, weiß ich nicht. Ich glaube, Dani hat es nicht im Shop. Man kann darauf aber auch verzichten. Ihr nehmt so eine Stanze und nehmt dann so ein Papier. Ich habe jetzt hier diese Die Cut Release Sheets von Sticks to Anything. Die findet ihr im Shop, wenn ihr bei den unter Dies nachguckt. Da werdet ihr die finden bei der Übersicht. Das legt ihr auf die Stanze oben drauf, nehmt dann das Papier, dann die nächste Form und schwuppdiwupp, da merkt man schon mehr Widerstand und das Ganze löst sich jetzt hier gut aus der Form. Jetzt kann ich hier diesen abziehen und dann seht ihr das, man kriegt es ganz, ganz leicht raus. Ich erspare euch jetzt den Direktvergleich, ihr könnt mir glauben, ohne das geht es viel schwerer raus. Es geht natürlich auch, es hat hier diese Löcher, da kann man dann reinpicken und das rauskriegen, aber dieses Zwischenlegepapier ist schon eine gute Sache, kann ich für solche Stanzen wirklich empfehlen. So, jetzt haben wir doch eigentlich schon alle möglichen Sorten von Stanzen hier benutzt. Ihr habt gesehen, es funktioniert alles ganz reibungslos. Wie gesagt, manchmal muss man ein bisschen üben. Papiere sind unterschiedlich und auch Maschinen sind unterschiedlich und auch Abnutzungserscheinungen treten irgendwann ein. Da muss man manchmal vielleicht einen kleinen Trick anwenden. Eines Tages muss man auch mal solche Stanzplatten ersetzen. Die könnt ihr als Ersatzteile nachkaufen. Das dauert nach meiner Erfahrung ungefähr ewig und ich stanze relativ viel. Von daher macht euch keine Sorgen, dass das irgendwas ist, was euch das Geld aus der Tasche zieht. Aber irgendwann, wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht oder die Schnitte nur noch irgendwie fusselig am Rand werden, dann sollte man darüber nachdenken, mal einen Ersatz zu investieren. So, was man aber natürlich noch machen kann, ist diese Embossing Folder zu benutzen. Dafür muss man gucken, es gibt verschiedene, ob man dieses noch dazwischen legt oder nicht. Probiert es einfach aus. Wenn ihr das jetzt hier so durchnudelt, ich denke, so wird es gehen und das Ergebnis ist nicht doll genug, versucht es einfach nochmal, wenn ihr dieses, früher hieß das Shim, ich weiß nicht, ob das so immer noch heißt, ist ja auch egal, wenn ihr das dazwischen legt, müsst ihr ausprobieren, wie euch das Ergebnis am besten gefällt. Oder im Zweifelsfall halt auch hier einfach noch einen Bogen Cardstock unterlegen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Druck. So. Hier habt ihr jetzt auch das Papier zwischengelegt. Ne, nur eigentlich diese Basisplatte und die beiden Schneideplatten. Und dann sollte das gehen. So, ich merke jetzt aber schon, es ist relativ wenig Druck. Aber, oh nee, das Ergebnis ist schön. Auf der Rückseite sieht man es sogar noch besser. Das ist gut geworden. Braucht man gar nicht mehr. Guck, Gewalt ist gar nicht immer eine Lösung. So, jetzt haben wir aber wirklich fertig. Ich hoffe, diese kleine Übersicht hat euch weitergeholfen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stanzen und Prägen und Machen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.